So, jetzt stehen wir vom Global Traveler X. Voyager X. Voyager X. Voyager. Und das sollen wir von Reinhold schauen, ob man dass er Füße kriegt, wenn man auf der Toilette sitzt oder beim Duschen. Wir hoffen, dass man beim Duschen schon nasse Füße kriegt. Ja? Aber nicht, haben wenn man uns mit Nass und Toilette angeschaut. Das müssen wir nicht mehr reinhalten, aber wir schauen uns zumal das ganze Fahrzeug an und dann sagen wir, was uns dazu auffällt. Ja? Ja. Also das ist auf jeden Fall der Globe Traveler. Und der Voyager X, das ist das Fahrzeug, was wir suchen. Also das Fahrzeug ist ein Kastenwagen und er sieht im Prinzip schon mal sehr gut aus. Sieht edel aus, ja. Ich suche gerade mal die Mastzelle. Also hier sitzt man in der Kabine schon mal ganz gut. Und das Schöne ist, dass hier auch ein Steckanschluss ist. Das heißt, für Handy und Co. kann man hier alles laden und da ist der Vorhang, da kann man dann praktisch die Kabine zuziehen und dann bleibt das Fahrerhaus außerhalb des Wohnbereichs. Beziehungsweise der Vorhang muss halt dann mit hinten rumgeführt werden. Für einen Kastenwagen hat durchaus die Lösung, würde ich sagen, müssen, oder? Thomas, tiefe Schränke hier. Ja, das sehr lange Küchenzeile und da oben, das sieht man aus wie ein kleines Bett, also für ein Kind. Oder man kann das dann vielleicht sogar noch ein bisschen verlängern. Ah, da kann man hier kann man runterziehen. Also da kann man ein richtiges Bett draus machen. Und da haben wir die Küchenzeile und hier haben wir sogar einen Platz, wo man also Gemüse schneiden kann. Die Auszüge sind gut, Ossi. Ja, also das ist ja auf jeden Fall. Aha, ja. Und der da unten wahrscheinlich ja, auch. Ja, also ist er nicht schlecht. Das hier sind keine Auszüge. Da ist kein Auszug. Auch wahrscheinlich. Ja, ist auch nur der Schrank. Aber durch das, dass es nicht so lang ist, es ist nicht so tief und deswegen ist es durchaus als Schrank auch praktikabel. Ja. Dann haben wir hier noch diese Schränke. Ja, da ist für den Fernseher. Ja, und viel unterbringen. Ja, bringt man auch einiges unter. Also tolles Fahrzeug eigentlich. Und da haben wir hinten das Doppelbett. Zerlegen nicht. Nein, das ist eine Schelte. Sonst werden wir wieder geschimpft. Ja, also. So, kommen wir schauen noch mal weiter hinter. Da ist also das Doppelbett. Und für die Kleidung, also für T-Shirts, Unterwäsche und so weiter, kriegt man einiges unter. Ein Fenster ist da. Und auch Stromanschlüsse für alle möglichen Geräte, die man mit nach hinten nimmt. So, und hier kommen wir zum Bad. Und da ist eine Toilette drin, das ist ein sogenanntes Duschklo. Was jetzt da nass werden soll, das weiß ich nicht. Natürlich, wenn man sich duscht, wird die Toilette nass, das ist ganz klar. Da ist auch, was ich sehe, nicht einmal ein Waschbecken. Nein, das Waschbecken steht nämlich jetzt hinter mir. Ah, okay. Das ist nicht in Toilette. Also Reinhold, wenn die Frage war, ob die Toilette nass wird beim Duschen, können wir definitiv ja sagen. Denn die Dusche, die macht man nur hier zu und dann geht nichts in den Innenraum, aber die Toilette, die wird definitiv nass. Und das Waschbecken, das ist genau hier. Das ist hier, was eigentlich eine ganz gute Sache ist. Mhm. Und dann kann man dann auch hier kann man dann Zahnpaste und alles Mögliche hinstellen. Ja. Also das Klo ist separat. Mit der Dusche zusammen integriert. Mhm. Ist eigentlich ein schönes Fahrzeug, gefällt mir. Ja, ist etwas Besonderes. Hat hier sogar eine Drehtüre. Die jetzt nicht nur zur Hälfte zu machen lässt. Ah, da auch schon. Nein, Meter. Nein, die Schiene, die Schiene geht ja ganz durch. Also, ja, also das ist irgendein Patent. Ja, wie ist das wieder zu regeln? Wir trauen uns da nicht hinlangen, sonst werden wir immer geschimpft, dass wir die Fahrzeuge zerlegen. Ja, was noch nie passiert ist, ja? Wir haben noch nichts beschädigt. Nein. So, hier ist noch ein Kleiderschrank. Super. Ja. Also, nicht schlecht. Ja, überall Fächer. Mit Einzüge zum Teil. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal außen noch, Ursi. Ja, also ich finde es nicht schlecht.
Also Ecke sieht auch gemütlich aus. Die lässt sich verlängern. Ja. Sehr schön. Diese 6 Meter. So, hier haben wir den Außen. Da kann man nur eine Klappe hochmachen. Und da haben wir hier die Toilette. Und da haben wir hier noch jede Menge Stauraum unterhalb des Bettes. Das ist also gar nicht unpraktisch. Da können die Gasflaschen rein. Und wie es aussieht, der Stauraum, der ganz hinten, der lässt sich wahrscheinlich sogar noch von innen bedienen. Also für ein Kastenwagen durchaus geräumiges Fahrzeug. Sieht sehr durchdacht aus. Also ja, schauen wir nochmal eine Alternative, also nichts Gängiges, ab 56.000, so wie er hier steht, mit einigen Extras kostet er 64.900 Euro als Messepreis. Und das Fahrzeug hat eine, schauen wir mal, der Voyager Global Traveler Pfadfinder Voyager Serie. Da haben wir die Voyager Serie, die gibt es als X mit 6,36 Meter Länge. Das ist der jetzt hier steht. Das ist der, in dem wir gerade drinnen gewesen sind. Also da gibt es von dieser Serie 4 Modelle. Wie Lieferzeiten und so weiter sind, das wissen wir auch nicht. Aber wir wollten es einmal vorstellen. Ja, ist sogar ein sehr tolles Auto, finde ich. Ja, Reinhold, ich hoffe, das war so in Ordnung. Das Ganze ist auf Bichot-Basis.